Ich habe eins der coolsten Trikots an, die ich so aus den letzten Jahren kenne. Das heißt, wir gucken heute auf Trikots und zwar gucken wir auf die Heimtrikots der zweiten Fußball-Bundesliga-Saison 23/24. Wir packen die in eine Tabelle, wir ranken sie von 18 bis 1, beziehungsweise von 15, denn drei Vereine haben noch kein Trikot vorgestellt. Das ist unter anderem der VfL Osnabrück. Die haben eine gute Erklärung, denn da ist Umbro als Ausstatter einfach abgesprungen. Jetzt haben sie ganz spontan Capelli Sports als neuen Ausstatter bekommen. Die brauchen noch ein bisschen Zeit, deswegen wird es noch ein bisschen dauern, bis VfL Osnabrück ein Heimtrikot releasen wird. Es wird wahrscheinlich lila sein, aber da weiß man noch nicht so viel. Wien Wiesbaden hat auch noch... Doch, Nille aus dem Schnitt hier. Wien hat inzwischen ihr Trikot released und zwar dieses hier. Sieht wirklich gar nicht schlecht aus. Wäre auf jeden Fall in der oberen Tabellenhälfte. Und leider auch Karlsruhe hatte vorher noch nicht, als ich aufgenommen habe. Jetzt haben sie diesen Banger released. Finde ich richtig cool. Wäre auf jeden Fall wahrscheinlich noch über Wien. Irgendwo Richtung Treppchen, vielleicht auf dem Treppchen. Finde ich wirklich schick. Das also als kleiner Nachtrag. Jetzt aber los mit der richtigen Platzierung. Auf Platz 15, also dieser Tabelle eigentlich ein Abstiegsplatz, FC St. Pauli. Sorry, das finde ich katastrophal. Ich finde es einfach furchtbar hässlich. Blau und Rot sind Farben, die passen überhaupt nicht zusammen. Es sieht einfach nicht gut aus, ja. Ich weiß auch nicht, dieser Streifen, der hier so über die Schulter rüber geht, sieht einfach richtig billig aus. Braun ist sowieso eine Kackfarbe im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann dieses leichte Rot, was hier vorne beim Logo ist. Also das einzig Gute ist, dass das Logo weiß ist, das sieht gut aus. Der Rest katastrophal. St. Pauli, sorry, fühle ich null. Auch von hinten, ja, auch wieder diese Streifen, die irgendwie so unter dem Ärmel irgendwie so durchgehen. Einfach so ein dünner Streifen. Ich weiß, es ist cool, die machen das selber, das ist irgendwie fair produziert, das ist okay. Aber optisch katastrophal. Etwas besser, aber leider auch wirklich nur etwas besser, hat es Kräuter Fürth gemacht. Ja, und auch dieses Trikot gibt mir nicht viel. Es sind weiße Streifen unten irgendwie in einem regelmäßigen Abstand. Oben ist dann dieser fette Balken, wo dann auch der blaue Werbepartner drin ist. Auch nicht sonderlich schick. Von hinten ist es einfach weiß. Also, weiß ich nicht. Da fehlt irgendwie viel. Nee, das ist, da kann ich gar nicht so viel sagen, weil auch irgendwie, es ist nicht so viel. Aber das, was da ist, ist nicht gut. Das einzig Positive sind die dunkel- und hellgrün, sind die verschiedenen Streifen hier am Kragen. Das finde ich ganz cool. Der Rest ist einfach nicht so schick. Sorry, Fürth. Das ist Platz 14 und in dieser Tabelle ein Abstiegsplatz. Der erste FC Kaiserslautern hat, wie leider viele, einen Vertrag mit 11 Team Sports. Ja, viele Zweitligisten haben das. Und ich rede auch übrigens in dem Auswärtstrikot-Video. Das ist schon online. Da könnt ihr gleich mal reingucken danach. Da habe ich es auch schon angesprochen. Es sind einfach viele Trikots von der Stange. Die sind dann von Nike und Adidas. Aber sind einfach so Basic-Vorlagen, die dann auf die Vereinsfarben gemünzt wurden. So auch hier. Erster FC Kaiserslautern. Ich mag auch persönlich die Farben nicht. Rot mit Weinrot, weiß ich nicht. Ist, finde ich, nicht so eine gute Kombination. Und es ist halt einfach ein Modell. Das gleiche Trikot hat, weiß ich nicht, Offenbach, glaube ich. Wer was noch, Aue hat es glaube ich auch, in deren Farben, dann in lila irgendwie Aue, aber es ist immer das gleiche Modell, das ist ein bisschen langweilig. Sucht euch dann meiner Meinung nach lieber einen kleineren Sponsor und macht was Kreatives, da kommen wir gleich noch drauf, denn es sind auch dieses Jahr richtig gute Trikots. Kaiserslautern gehört definitiv für mich nicht dazu. Das einzig Coole, das muss man loben, ist dieses leichte eingravierte Logo an der Seite. Das finde ich cool, aber das ist auch das Einzige, was ich cool finde an diesem Trikot. Kommen wir zur SV Elversberg und ich glaube, auch die haben einen Vertrag mit 11 Team Sports. Zumindest ist es wieder dieses Standard-Nike-Trikot, die Ärmel, die hier unten so komisch abgeschnitten werden. Das fühle ich nicht und das ist einfach ein weißes Ding. Du hast dieses komische Muster in der Mitte, auch das gibt mir nichts. Sieht ein bisschen cooler aus, weil es ein bisschen besonders ist. Das muss man denen ja lassen, dieser Streifen in der Mitte, der auch irgendwie aufhört und noch so leicht unterstrichen ist. Den sieht man nicht so oft, ansonsten ist das ein... Ja, sehr, sehr standardmäßiges Ding. Da fehlt irgendwie noch was, um es wirklich gut zu machen. Deswegen ist es ein unterer Mittelfeldplatz. Muss man nicht länger drüber reden. Kommen wir zum nächsten. Kommen wir zum SC Paderborn. Die haben auch wilde Trikots. Wir gucken übrigens auch noch auf die dritten Trikots. Da hat Paderborn auch wieder ein wildes, eine wilde Farbe. Heimtrikot, einfach schwarz, ist schlicht. Und wenn man das so auf den ersten Blick sieht, du hast hier so ganz leichte weiße Punkte, denkst du, warum ist das über Kaiserslautern und Elversberg? Da muss man genauer hingucken, dann auf den zweiten Blick sieht man, okay, da ist so ein Muster eingraviert, über das ganze Trikot. Das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Das rettet das Trikot aber auch wirklich, weil es ist immer noch nichts Besonderes. So hat es wenigstens etwas Cooles und das reicht eben, um etwas weiter oben zu stehen. Aber doll ist das noch nicht. Immerhin ein bisschen kreatives Muster, ein bisschen was Besonderes, aber ein bisschen mehr hätte man rausholen können. Auch das Heimtrikot, kann ich mal spoilern, ist auch völlig langweilig. Also Paderborn ist es ja nicht so geile Trikots, aber das hier hat immerhin ein cooles Muster. Auf Platz 10, Eintracht Braunschweig. Und das Ding ist wild. Ja, wenn man sich das anguckt, das ist was Besonderes. Erstmal ein Pluspunkt, ja. Ist kreativ, ist nicht von der Stange.
Aber es ist auch nicht so wirklich cool. Es ist gelb, es hat diese leichten, diese Nadelstreifen-Optik. Der blaue Kragen ist ganz cool, setzt sich ab. Ich finde, das Puma-Logo sieht wirklich gut aus auf dem Trikot. Der Sponsor passt farblich auch rein. Ich finde, es wirkt irgendwie ein bisschen komisch, dass das nicht über die Ärmel, ja? Hier bei diesem Trikot, seht ihr gut, dieses komische Muster, hier dieser Marmor-Look geht über die Ärmel. Warum macht ihr das bei dem Trikot nicht? So sieht es irgendwie aus wie so ein, wie nennt man das, so eine Weste, so ein Polunder irgendwie, so ein Ärmelloser, den ältere Leute oft über, ältere Männer oft über ihr Hemd ziehen. Das, weiß ich nicht, finde ich irgendwie, das reißt es runter. Ansonsten ist es ganz okay, deswegen ist es ja auch ein Mittelfeldplatz. Da hätte man ein bisschen mehr, viel mehr rausholen können. Dann kommen wir zu einem weiteren Verein, der den Aufstatter gewechselt hat. Magdeburg ist jetzt bei Hummel. Die hatten diese coolen Retro-Trikots. Bei Bremen zum Beispiel. Bei Magdeburg haben sie was ganz Schlichtes gemacht. Ganz klassisch. Einfach weiß mit ein bisschen blau. Ich finde es ein bisschen eine vertane Chance. Das Trikot sieht an sich nicht schlecht aus, aber es ist ein bisschen zu billig. Wenn man dann noch auf die Preise guckt, ja 80, 85, 90 Euro für so ein Ding mit Flock bis bei über 100 bei fast allen Zweitligisten. Das ist zu viel. Das ist natürlich auch für den späteren Platz 1. Auch dafür ist es viel zu viel, 100 Euro auszugeben. Die Preise sind abnormal. Aber Magdeburg, ich finde es nicht hässlich, muss ich sagen. Aber es ist einfach ein bisschen zu langweilig. Deswegen ist es nicht weiter oben. An sich ist das Trikot okay, aber ein bisschen mehr wäre schön gewesen. Einfach ein bisschen mehr. So ist es eigentlich nur ein weißes T-Shirt mit blauem Kragen und blauen Streifen am Ärmel. Das ist nicht so doll. Es ist ganz cool. Das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, irgendeine Jubiläumsfeier bei den Magdeburgern. Deswegen kann man das noch mit so einem extra Brustaufsticker machen. Das ist cool, aber das reicht leider nicht, um es weiter nach oben zu platzieren. Auch das Trikot des FC Schalke 04 ist relativ Standard, ist relativ basic. Das hatten wir schon öfter. Einfach blau, aber wenn man genau hinguckt, sieht man leichte blaue Streifen. Du hast wahrscheinlich, das ist noch ein Leak, das muss man dazu sagen, das Trikot ist noch nicht offiziell vorgestellt. Es wird sehr wahrscheinlich genau so aussehen. Du hast mit Hydrogen einen neuen Sponsor. Der ist immerhin weiß, das Adidas Logo ist weiß. Das ganze Trikot ist einfach nur blau, weiß und dann halt noch ein etwas dunklerer Blauton. Das finde ich ganz okay. Ist ein Durchschnittsding. Das könnte man viel cooler machen. Ist jetzt keins, wo ich sage, oh, ich muss es sofort kaufen. Aber ist auch keins, was ich angucke und denke, oh mein Gott. Das ist einfach grundsolide. Deswegen Mittelfeldplatz. Auf Platz 7 mal wieder ein Team, was nicht von Adidas oder Nike ausgestattet wird, sondern von Macron. Es ist Hannover 96 und die haben ein ganz cooles Trikot. Das ist jetzt auch nicht atemberaubend, aber es ist rot mit einem Muster drin. Das ist schon mal cool. Dann hast du schwarz, die Akzente, das Logo, Sponsor und Ausstatterwappen sind in weiß. Das ist okay. Ich finde den Kragen cool. Da hast du nochmal dieses grün-weiße, was halt auch ja im Logo von Hannover ist. Trotzdem ist Hannover aus irgendeinem Grund, sind es ja die Roten. Das heißt, rotes Trikot mit einem leichten Muster. Da ist eigentlich alles gut gemacht. Eigentlich ein schickes Ding. Wäre ich Hannover-Fan, wäre ich mit diesem Heimtrikot absolut zufrieden. Auf 6. Der FC Hansa, ja, Rostock, cooles Ding, blaues Heimtrikot, weiße Ärmel, bisschen rot. Der Sponsor, 28 Black, hat normalerweise ein gold-schwarzes Logo, das haben sie ganz in weiß gemacht. Der Ausstatter Mitsuni, oder wie die heißen, auch ganz in weiß. Das ist okay, wieder hier stechen die Ärmel natürlich irgendwie hervor, aber ich finde, das ist okay. Das ist grundsolide, ist ganz cool. Du hast blau-weiß-rot die Farben von Rostock am Ärmel vertreten. Man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr machen können. Ich weiß nicht genau, ich kann es nicht genau erkennen, hat das Ding Muster oder nicht? Ich glaube, so leichte Streifen hat es. Ne? Ja, oh, bei dem Bild hier erkennt man es gut. Es hat auf jeden Fall diese leichten Streifen. Das ist cool. Nochmal so ein kleiner extra Hingucker, sag ich mal. Super Ding. Platz 6, Hansa Rostock. Super nice Trikot. Gibt es eigentlich nicht viel zu meckern. Bei den Plätzen 5 und 4, da habe ich wirklich lange gebraucht. Die sind beide unterschiedlich, aber auf ihre Art irgendwie voll cool. Ich musste mich dann irgendwann doch entscheiden und habe entschieden, Platz 5 ist Nürnberg. Das Trikot ist relativ frisch vorgestellt. Schwarz mit den roten Streifen. Sie haben gleich einen Punkt gegen eben hier Arsenal geholt. Naja, ist okay, ist nur ein Testspiel. Ich hoffe, das heißt, dass Arsenal trotzdem die Chance hat, nächstes Jahr Meister zu werden. Aber egal, wir gucken auch nochmal auf die Saisonprognose. Nicht der Premier League, sondern der zweiten Liga. Die kommt auch noch vor dem Saisonstart. Also lasst gerne mal ein Abo da. Ey, das muss ich eh früher sagen. Lasst gerne mal ein Abo da. Wenn ihr schon dabei seid, lasst ein Abo da. Jetzt gucken wir mal aufs Trikot von Nürnberg. Schwarz. Ich finde, Kritikpunkt, es sieht cool aus. Du hast das Weiß und so. Kritikpunkt. Dieser besondere Rotton von Nürnberg im Logo, dieses Burgunder, das hätte man mehr embracen können, das hätte man mehr vorstellen können, mehr irgendwie mehr zeigen, ein bisschen mehr Drinks, auch von hinten, guckt euch das an, es sieht eher aus wie Eintracht Frankfurt, es ist sehr viel schwarz, dann hast du ein bisschen rot, macht doch diesen besonderen Rotton ein bisschen mehr, aber ich finde es trotzdem
gut. Ich glaube, was ich so gelesen habe, finden die Fans es auch besser als die Heimtrikots der letzten Jahre. Von daher ist es okay, ist es nicht hässlich, ist es eigentlich gar nicht schlecht, aber man hätte noch ein bisschen mehr rausholen können. Und eben ganz knapp auf Platz 4, allerdings noch ohne Sponsor, Hertha BSC. Da muss man gucken, wenn da jetzt ein völlig bunter, riesiger Sponsor draufkommt, dann wird es vielleicht ein bisschen weiter nach unten rutschen. So sieht es sehr clean aus. Du hast das typische blau-weiße Hertha-Trikot in Streifen, aber diese Streifen sehen halt so ein bisschen künstlerisch gepinselt aus. Das finde ich cool, das wirkt cool, ist ein schickes Ding, ist jetzt auch nichts wahnsinnig Bewegendes, aber das musst du ja nicht immer machen. Wenn du die Basics sehr schick machst, so wie hier, dann ist es ein gutes Ding und es ist halt diese besonderen durch die Streifen, das Logo, der Nike Swoosh in Rot, sieht auch cool aus. Dann hast du noch den Kragen und hier am Ärmel die Ränder in dunkelblau. Das gibt dem Ganzen irgendwie, schließt das schön ab. Also ein gutes Trikot. Auch von hinten hast genug Platz für Name und Nummer. Sieht irgendwie ganz cool aus. Auch da hätte man die Streifen vielleicht noch ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht. Also es fehlt immer noch was, um zu sagen, das ist das geilste Trikot, aber das ist solide. Als Hertha-Fan würde ich nicht meckern. Ob ich die 100 Euro für ein Trikot generell ausgeben würde, ist nochmal eine andere Frage. Kommen wir zu Platz 3 und kommen wir damit Andy aufs Treppchen. Ja, wir geben die Bronzemedaille an. Holstein Kiel. Cooles Trikot. Finde ich wirklich cool. Einziger Kritikpunkt jetzt schon mal, diese roten Sachen sind nicht an den Ärmeln. Das hätte man vielleicht besser können. Und vielleicht hätte man unten am Ärmel dieses Stück hier auch weiß oder eben rot machen können. Aber ansonsten finde ich es gut. Es ist ein cooles, dunkles Blau. Es ist nicht zu wild. Du hast diese roten Punkte, ob das jetzt aussieht wie irgendwie digital irgendwas so im Internet oder ob das jetzt so ein Kometenhagel ist oder so ein Meteoritenschauer oder Regentropfen, was auch immer, Blutspritzer, keine Ahnung, gibt ja viel, was das sein könnte. Ich finde, unterm Strich sieht es einfach gut aus. Ich finde, es ist eines der besten Trikots von Holstein in den letzten Jahren. Ich bin am Überlegen, es mir zu kaufen. Wie gesagt, die Preise sind astronomisch hoch. Das finde ich nicht gut. Aber das Trikot finde ich gut. Mein Platz 3, Holstein Kiel. Ist es nicht völlig weltbewegendes, aber es hat durch diese roten Punkte irgendwas Cooles. Blau-Rot ist eine coole Farbkombi, sind halt die Farben. Du siehst den weißen Kragen, du hast Blau-Weiß-Rot, das sind die Farben von Holstein. Ich finde es cool und der Blauton separiert es noch von ein paar anderen, deswegen mein Platz 3, Holstein Kiel. Kommen wir zur Silbermedaille und einem weiteren Verein, wo ich der Meinung bin, das ist das schönste Heimtrikot der letzten Jahre. Es ist der HSV. Dieses Trikot ist einfach gut. Ja, du hast Blau-Weiß-Schwarz überwiegend. Aber irgendwie cool angeordnet. Es ist relativ viel los. Du hast die Ärmel, die sind unten nochmal blau. Dann hast du das Logo, das ist natürlich auch blau. Dann hast du das Adidas-Zeichen, das ist schwarz. Dann hast du diese feinen Nadelstreifen. Du hast den weißen Adidas-Streifen auf der Schulter. Du hast den schwarzen Sponsor. Aber es passt alles. Alles ist schlüssig, alles ist blau, weiß und schwarz. Und das passt wunderbar zusammen. Und ich muss sagen, ich kann es schwer in Worte fassen, aber ich finde das Ding richtig schick. Ja, ihr wisst, ich bin wirklich kein HSV-Fan, aber dieses Trikot, muss ich sagen, ist mein Silbermedaillengewinner. Es ist mein Platz 2. Ich finde es einfach cool. Es sieht gut aus, auch mit der roten Hose in Kombination. Ist es ein schickes Ding. Auch von hinten mit der Nummer, du hast unten noch die Streifen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar auch Bedingungen der DFL sind, dass man hinten am Rücken keine Muster haben darf, damit man Name, Nummer und so gleich erkennen kann, leichter erkennen kann. Sonst würde ich sagen, mach doch diese dünnen schwarzen Nadelstreifen, mach die doch einfach den ganzen Rücken drüber. Das kann man doch trotzdem noch gut lesen, aber vielleicht sind das Vorlagen, keine Ahnung, weil es haben sehr, sehr viele, auffällig viele Trikots, haben den Rücken einfach komplett in einer Farbe. Aber es sieht gut aus, ist ein schickes Ding. HSV, da habt ihr viel richtig gemacht. Es ist irgendwie was Besonderes, aber es wirkt cool mit diesen schwarz-blauen Ärmeln. Und meine Nummer 1, das schönste Heimtrikot der Saison, gilt für mich an Fortuna Düsseldorf. Das Trikot wurde erst vor einer Stunde vorgestellt und auf den ersten Blick dachte ich so, okay. Und dann habe ich nochmal geguckt und dachte, okay. Und dann habe ich gemerkt, okay, es sieht aus wie ein Leuchtturm, aber ich komme aus dem Norden, ich liebe Leuchttürme, das Ding sieht einfach cool aus. Rot-Weiß gestreift, es ist was Besonderes. Das Geilste hier ist eben diese Farbkombination. Targobank, ja, ihr kennt das, kennt die sicher. Die haben eigentlich so ein blaues Männchen. Ja, das ist hier rot auf weiß. Dann hast du die weiße Schrift auf rotem Grund. Das Adidas-Zeichen weiß auf rot. Das Düsseldorf-Zeichen. Du hast es einfach wunderbar irgendwie kombiniert. Und ich finde also gerade hier, und das hätte ich nie gedacht, dass man Werbepartner, einen Werbesponsor auf dem Trikot, das Trikot hier zu Platz 1 bringt. Aber ich finde, das wirkt einfach, es ist so perfekt integriert. Es hat diesen coolen Rot-Weiß-Gegensatz das ganze Trikot über. Ich finde es richtig cool. Ich bin eigentlich, glaube ich, auch nicht der Fan von so gestreiften T-Shirts oder Trikots. Aber
das hier sieht aus wie ein Leuchtturm und das ist, meine ich, komplett positiv. Ich finde das richtig cool. Es ist auch mal was Besonderes. Es ist nicht so ein Standard 0815-Ding. Obwohl auch Düsseldorf, glaube ich, von 11 Teamspots gesponsert ist. Aber das Ding finde ich wirklich schick. Düsseldorf, ihr seid mein Gewinner. Schreibt gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Das ist natürlich Geschmackssache. Kann auch, können Leute auch ganz anders sehen. Aber mich interessiert auch eure Meinung. Also kommentiert das hier gerne. Ich finde dieses Trikot Düsseldorf, es ist besonders, aber es ist irgendwie besonders cool. Es hat mich verzaubert. Aber wir werden sehen. Ich wünsche eine gute Nacht. Peace out.